Fraktion. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Es gibt nach dem Sonntag sicherlich Themen, die Sie aus meinem Mund noch mehr interessieren würden als das Thema, das wir heute debattieren. Aber es geht in der Tat heute um die Arbeitsforschung. Und meine Damen und Herren, als ich im Dezember 2009 hier meine erste Rede im Hohen Haus gehalten habe, sah es hier im Plenum noch ganz anders aus. Kaum jemand hat ja ein Smartphone oder ein Tablet vor sich, mit dem er oder sie ständig auch während der Debatten oder Ausschusssitzungen erreichbar oder sogar arbeitsfähig gewesen wäre. Stattdessen gab es bei Ihnen auf den Tischen Unterschriftsmappen, Pressespiegel und so weiter. In Echtzeit jedoch Mails zu bearbeiten, Pressemitteilungen oder Briefentwürfe zusammen mit dem Büro, das konnte sich damals noch niemand vorstellen und hat auch noch niemand gemacht. Und so komisch es heutzutage klingt, das Ganze ist erst 7 Jahre her. Alle industrialisierten Staaten dieser Welt, auch Deutschland, befinden sich also in einem tiefgreifenden Wandel des Industrialismus. Globalisierung und Digitalisierung verändern unsere Arbeitswelt und damit auch die Arbeitsforschung. Und dieser Wandel betrifft eben jede Form von Arbeit und auch die unsere, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein anderes sehr drastisches Beispiel, wie nachhaltig sich die Arbeitswelt durch Digitalisierung verändern kann, sieht man am Beispiel Japan. Morgen Vormittag debattieren wir hier im Haus das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Und wir diskutieren dieses Thema vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und auch des zunehmenden Fachkräftemangels hier im Pflegebereich in Deutschland. In Japan aber, ich war im Oktober letzten Jahres dort, diskutiert man dieses Thema völlig anders. Und man setzt statt auf Pflegepersonal vorrangig auf Digitalisierung und technischen Fortschritt. Japan steht vor einem demografischen Wandel, der noch viel dramatischer ist als in Deutschland. Die Bevölkerungszahl soll nach Prognosen bis 2050 von 130 Millionen auf 100 Millionen absinken. Und nun setzt Japan nicht auf eine aktive Familienpolitik oder gar auf Einwanderung, sondern ganz massiv auf Robotik. Immer menschlicher werdende Roboter sollen alte Leute pflegen, im Haushalt helfen oder Seniorinnen und Senioren als Begleiter mit menschlichem Antlitz zur Seite stehen. Und dieser aus unserer Sicht durchaus befremdliche Ansatz wird dort auch mit großem Forschungsaufwand vorangetrieben. Und auch dieses Beispiel, wie sich die Arbeitswelt in diesem Fall in Japan dramatisch und sehr schnell durch Digitalisierung verändern kann, ist, glaube ich, sehr signifikant. Und um diesen Veränderungen zu begegnen und dafür gewappnet zu sein, brauchen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine starke Arbeitsforschung. Und dementsprechend hatte die Regierungskoalition im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern die Arbeits-, Produktion- und Dienstleistungsforschung stärken und hierzu auch ein neues Förderprogramm auflegen. Und das soll insbesondere zur Sicherung einer hohen Beschäftigungsquote und auch zur Humanisierung der Arbeitswelt beitragen. Und genau darum geht es auch in unserem Antrag, den wir heute unter anderem debattieren. Und es geht darum auch in dem Arbeitsforschungsprogramm, das die Bundesregierung aufgelegt hat. Und für dieses Programm, überschrieben mit Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen, sind bis 2020 insgesamt etwa 1 Milliarde Euro vorgesehen, meine Damen und Herren. Und das ist nicht nur gekleckert, sondern das ist geklotzt. Und es zeigt damit auch die Bedeutung, die auch dieses Haus diesem Thema beimisst. Und lassen Sie mich noch 2 wichtige Punkte ergänzen zu diesem Programm. Erstens, es geht beim Thema Arbeitsforschung nicht nur um Arbeitnehmerrechte und eine Humanisierung unserer Arbeitswelt. Es geht eben auch, wie der Titel des Programms schon sagt, um Innovationsfähigkeit. Und deshalb ist dieses Arbeitsforschungsprogramm auch Teil der Hightech-Strategie und damit ein wichtiger Beitrag, um unsere Wettbewerbsfähigkeit weltweit zu stärken. Denn nur mit zukunftsfähigen digitalisierten Arbeitsplätzen wird unser Wirtschaftsstandort weiterhin stark bleiben. Und deshalb ist in unserem Antrag auch ausdrücklich und prominent das Thema Industrie 4.0 und Wirtschaft 4.0 und eben auch die Bedeutung der Veränderungen der Arbeitswelt in diesem Bereich adressiert. Und zweitens, die Frage der Arbeitsforschung soll hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit auch europäisch angegangen werden. Auch das ist uns in diesem Antrag wichtig, denn schließlich haben wir mit Horizon 2020 den nach wie vor größten jemals dagewesenen Etat für Forschungsförderung auf EU-Ebene. Und auch für dieses wichtige Thema muss auf EU-Ebene Geld da sein. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir mit den von mir genannten Punkten, erstens Innovationsfähigkeit durch die Arbeitsforschung, zweitens Berücksichtigung von Industrie und Wirtschaft 4.0 und drittens einer Gesamtausstattung dieses neuen Arbeitsforschungsprogramms von 1 Milliarde Euro international sehr gut aufgestellt sind. Und deshalb blicken wir durchaus mit etwas Stolz auf dieses Zukunftsprogramm. Und deshalb darf ich auch Ihnen allen danken, dass Sie dieses Programm mittragen. Und zum Schluss noch ein Wort des Dankes an
Sie, lieber Kollege, dich, lieber Kollege René Röspel, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bei der Erstellung dieses Antrags. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jutta Krellmann, Fraktion Die Linke.